Angeblich schwindelt der Mensch im Durchschnitt 200 Mal am Tag, in unterschiedlicher Form. Experten schätzen, dass es etwa 111 verschiedene Arten von Lügen gibt. There can be no whitewash. Aber nicht jeder ist der geborene Schwindler. Sie haben mir zu viel rausgegeben. Andere werden dagegen nie erwischt. Ich habe mich komplett neu erfunden. Manche Menschen lassen sich leichter hinters Licht führen als andere. Lügen Sie gerade? Nein. Doch, Sie lügen. In den nächsten 45 Minuten erfahren Sie, was Sie schon immer über das Lügen wissen wollten. Als Psychologe arbeite ich mit vielen Abhängigen. Dabei lernt man schnell, dass man nicht alles, was einem erzählt wird, für bare Münze nehmen darf. Inzwischen kann ich sehr gut heraushören, wann ich belogen werde. Die meisten Menschen reagieren sauer, wenn sie das Gefühl haben, jemand will ihnen einen Bären aufbinden. Wenn ich belogen werde, werde ich wütend. Ich fühle mich gedemütigt. Es macht mich sauer, wenn mich jemand belügt, der mir nahe steht. Manchmal muss man lügen, aber grundsätzlich sollte man aufrichtig sein. Wut und Enttäuschung. Die Angst davor, belogen zu werden, macht uns zu wandelnden Lügendetektoren. Um das zu beweisen, haben wir ein Experiment vorbereitet. Einer Gruppe von Menschen werden von 6 Personen 6 Geschichten erzählt. Die eine Hälfte ist wahr, die andere frei erfunden. Im Publikum sind auch ein paar Türsteher, die es in ihrem Beruf häufig mit Lügnern zu tun haben. Die Leute lügen in Bezug auf ihr Alter oder ihren Alkoholpegel. Oder wenn sich welche prügeln und wir wissen wollen, wer angefangen hat oder worum es ging. Da muss man eine gute Menschenkenntnis besitzen, um herauszufinden, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Außerdem beteiligt sich eine Gruppe Nonnen an dem Experiment. Die Frauen gelten nicht nur als besonders aufrichtig, sie spüren auch, wenn sie belogen werden. Das hat was mit Intuition zu tun. Ich höre sogar durch den Telefonhörer, wenn jemand lügt. Und Sie zu Hause? Können Sie Lüge und Wahrheit unterscheiden? Hören Sie gut zu und achten Sie auf die Mimik der Erzähler. Ich fing an, ein Loch in die Wand zu bohren. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Meine Freundin und ich waren in Florida. Ich wollte in einem Stahlkäfig tauchen, um einen weißen Hai zu beobachten. Aber als ich den Hai dann im Wasser schwimmen sah, habe ich mich nicht hineingetraut. Wir saßen beim Mittagessen, als ein gelbes Auto vor dem Restaurant anhielt und Picasso ausstieg. Der Motorradfahrer fliegt über die Motorhaube und ich lande im Graben. Plötzlich fühle ich eine riesige Hand auf meiner Schulter. Ich drehe mich um und vor mir steht der Boxer Frank Bruno. Ich stehe nackt im 6. Stock des Hotels und meine Zimmertür fällt von außen zu. Also denke ich, was soll's? Ich gehe erst einmal runter und schwimme eine Runde. Ich möchte Miss Großbritannien werden. Dieser Typ rempelt mich an, ich knicke um und breche mir den Arm. Dann war ich den ganzen Tag im Krankenhaus und verpasste meine eigene Party. Und wer hat gelogen? Das Ergebnis verraten wir Ihnen am Ende des Films. Vielleicht fällt es Ihnen schwer, die Schwindler ausfindig zu machen. Damit stehen Sie nicht allein da. Die meisten Menschen sind sehr leicht, hinters Licht zu führen. In den 90er Jahren hat dieser Mann aus Glasgow mit seinen dreisten Betrügereien Schlagzeilen gemacht. Hi. Ich bin Donald Bickerstaff, Präsident der Bickerstaff-Gesellschaft. Ich habe 15 Millionen Dollar unterschlagen und so 75 Menschen betrogen. Anstatt das Geld seiner Klienten anzulegen, hat er es gestohlen. Seit über 8 Jahren helfen wir Menschen wie Ihnen.
Er hat viele Existenzen zerstört und die Gefühle der Menschen mit Füßen getreten. Das kann man nicht wieder gut machen. Für seine Kunden veranstaltete Bickerstaff rauschende Feste. Zu Weihnachten hat er diese Partys gegeben, auf denen er seine Kunden mit Reisen nach Europa oder in die Karibik überrascht hat. Wir haben die Kunden mit Limousinen abholen lassen und wieder nach Hause gefahren. Die Partys haben ihnen Spaß gemacht und sie haben mich dafür ihren Freunden empfohlen. Sie waren mir doppelt nützlich. Es wurde an nichts gespart, das war einfach gigantisch. Aber es war alles gelogen. Bickerstaffs Unternehmen war auf Sand gebaut und seine Kunden mussten dafür bezahlen. Wir von Bickerstaff stellen Ihnen einen Anlageplan zusammen, der genau auf Ihr Familienprofil passt. Donald Bickerstaffs Reitlehrer Jeff Bondi und seine Großmutter haben dem Betrüger fast ihr gesamtes Vermögen anvertraut. Er hat uns monatelang bearbeitet, bis wir zugestimmt haben. Er wollte, dass meine Großmutter noch mehr rausrückt, aber sie wollte erst Ergebnisse sehen. Also hat sie eine 500.000 investiert und ich $50.000. Der Grund, warum Jeff und über 70 andere Donald Bickerstaff auf den Leim gegangen sind, liegt in der menschlichen Natur. Instinktiv glauben wir anderen zunächst einmal. Um das zu veranschaulichen, laden wir ein paar Freiwillige ein. Ihnen machen wir vor, eine Untersuchung zum Thema Stress durchzuführen. Welcome, thank you for coming today. Bevor wir anfangen, möchte ich Sie warnen. Ich werde Ihnen bei diesem Experiment einen elektrischen Schlag versetzen. Falls irgendjemand jetzt noch aussteigen will, kein Problem. Okay, good. Dieses Experiment soll zeigen, wie leichtgläubig wir sind. Um andere zu überzeugen, muss man, wie Donald Bickerstaff, klar auftreten, vertrauenswürdig wirken und professionell gekleidet sein. Ich zähle jetzt bis drei, dann beginnt unser Experiment. Jetzt geht's los. Die Teilnehmer wirken nervös. Sie scheinen Angst vor einem elektrischen Schlag zu haben. Sam, die erste Minute ist vorbei. Wie hoch ist dein Stresspegel auf einer Skala von 1 bis 10? Etwa 7. Was denkst du gerade? Ich habe Angst vor dem Schmerz. Ich bin sehr angespannt. Ich sitze nicht entspannt. Mein Herzschlag ist erhöht. Die elektrische Vorrichtung ist sehr antiquiert, aber auch das macht unsere Testpersonen nicht misstrauisch. Das Gegenteil ist der Fall. Die alten Geräte erhöhen eher den Stress bei den Probanden. Besonders sicher sieht dieser alte Generator nicht aus. Wenn die Geräte etwas moderner wären, würde ich weniger ängstlich sein. Aber alles sieht so antiquiert aus. Die angezeigte Amperezahl wäre tödlich. Trotzdem glauben die Teilnehmer, dass sie gleich einen Schlag trifft. Die 22 Ampere beunruhigen mich. Wie hoch schätzen Sie das Risiko eines Schlages? Auf 5. Aber ich habe immer noch im Hinterkopf, dass Sie mich in Sicherheit wiegen und mir am Ende des Tests einen Schlag verpassen. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken darüber, ob gleich ein Schlag kommt. Ich bin ziemlich beunruhigt. Mein Stresslevel steht auf 7. Ich warte immer noch auf den Schlag. Ich warte auf den Höhepunkt. 3, 2, 1. Experiment completed. Dieses Experiment zeigt, wenn wir an etwas glauben, halten wir daran fest, auch wenn es Beweise für das Gegenteil gibt. Für dieses blinde Vertrauen gibt es einen Grund. Wir haben es öfter mit der Wahrheit zu tun als mit Lügen. Deshalb nehmen wir die Dinge zunächst für bare Münze. Das ist die Grundlage für menschliches Zusammenleben. Erstaunlicherweise haben wir trotzdem die Gabe, selbst zu lügen. Kommen
Computermessungen von Gehirnströmen zeigen, wer lügt, muss sich gewaltig anstrengen. Nur wenigen Menschen fällt es leicht, andere zu täuschen. Die Kunden von Donald Bickerstaff waren überzeugt, ihr Geld wäre in guten Händen. Tatsächlich machte sich der Anlageberater auf ihre Kosten ein feines Leben. Ich bin nach San Francisco gereist, um mir ein Bild von einem Millionenbetrüger zu machen. Mein Ziel ist es, herauszufinden, was damals in seinem Kopf vorging und wie alles begann. Einige Kunden machten den Fehler, ihre Schecks direkt auf meinen Namen auszustellen. Es war ein leichtes, sie einzulösen und das Geld privat zu verwenden. Manche meiner Kunden waren wirklich hohe Tiere. Die haben einfach einen Scheck über 500 oder 750.000 Dollar auf meinen Namen ausgestellt. Da habe ich mir wirklich ins Fäustchen gelacht. So etwas macht doch kein Geschäftsmann. Damit die Kunden ihm vertrauten, hat Donald Bickerstaff sich eine bemerkenswerte Vergangenheit zugelegt. Angeblich hatte er einen Hochschulabschluss und früher für die Bank of England gearbeitet. In finanziellen Dingen wirkte er sehr versiert. Er wusste, was gerade hoch gehandelt wurde und was man abstoßen musste. Man fühlte sich bei ihm gut aufgehoben. Ich habe früh gelernt, gut zu lügen. Mein Vater war mir eine große Hilfe dabei. Ich bin in Glasgow aufgewachsen und wir hatten so eine Bande, mit der wir ziemlich viel Mist gebaut haben. Wenn wir erwischt wurden und mein Vater mich fragte, was ich damit zu tun habe, habe ich gelogen. Dann hat er gesagt, du lügst. Ich sehe es an deinen Pupillen, sie sind erweitert. Also wusste ich, wenn ich nicht beim Lügen erwischt werden will, muss ich dafür sorgen, dass meine Pupillen eng bleiben. Okay, now tell me, what do you think? Welche Eigenschaften muss ein guter Betrüger haben? Let's call him a con artist. Well, one of the main ones obviously is trust. Er muss vertrauenswürdig wirken. Die anderen müssen einem glauben. Er muss die Nerven behalten. Er muss jemandem ins Gesicht schauen und dabei lügen. Wie gut das gelingt, hängt vom Risiko ab. Sicher würden die meisten Menschen sich nicht trauen, andere um 15 Millionen Dollar zu betrügen. Die Angst, erwischt zu werden, wäre viel zu groß. Aber was tun wir, wenn diese Gefahr nicht besteht? Wir probieren es mit einem weiteren Experiment. Dieses Geschäft liegt mitten auf Londons belebter Einkaufsstraße Oxford Street. Mit der versteckten Kamera beobachten wir, wie unterschiedlich Kunden reagieren, wenn die Kassiererin ihnen zu viel Geld herausgibt. $13.66, bitte. Der Kunde gibt der Verkäuferin 15 Pfund. Aber er bemerkt nicht, dass sie ihm auf 20 Pfund herausgibt. Jetzt ist er um 5 Pfund reicher, ohne es zu wissen. Der Umstand, dass in diesem Fall die Schuld beim Kassierer liegt, lässt die meisten Kunden schweigend das Geschäft verlassen. Trotzdem gibt es unter den Kunden auch ein paar ehrliche Menschen, die sich das Geld nicht in die Tasche stecken. Hier der Bon und das Wechselgeld. Ich habe Ihnen nur 5 Pfund gegeben. Oh, sorry. Nein, nein, sorry. There you go. Thank you. Ich hätte Ihnen 5 gegeben. Oh, did you? Sorry. Thanks. Manche Menschen sind so ehrlich, dass sie alles tun, um einen Fehler zu korrigieren.
Diese Frau merkt erst vor der Tür, dass sie zu viel Wechselgeld bekommen hat. Sie könnte einfach weitergehen, aber sie kommt zurück. Sie haben mir zu viel rausgegeben. Wirklich? Ich habe Ihnen 10 gegeben. Oh, die habe ich jetzt wieder. Daran habe ich es gemerkt. Die 10 würden Ihnen am Abend fehlen. Was bewegt einen Menschen, den Fehler aufzuklären, anstatt das Geld einzustecken? Ich hoffe, dass andere Menschen mich auch darauf aufmerksam machen würden. Ich hätte mich schuldig gefühlt. Ich hätte große Schuldgefühle gehabt. In der Psychologie nennt man dieses Gefühl Empathie. Das heißt, ein Mensch versetzt sich in die Lage eines anderen und fühlt, was der andere fühlt. Wenn Empathie ausreicht, dass manche Menschen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie einen Kleckerbetrag mitgehen lassen, was fehlt dann denen, die Millionen stehlen? Mit einem simplen Test wollen wir Donald Bickerstaffs Fähigkeit prüfen, Gefühle erkennen zu können. Wird er in der Lage sein, den Ausdruck von verschiedenen Augenpaaren zu benennen? Anklagend. Entschieden. Neugierig. Nachdenklich. Donald Bickerstaff erlangte 29 von 36 Punkten und lag damit leicht über dem Durchschnitt. Es ist nicht sehr schwer, sich in ein Foto hineinzuversetzen, stimmt's? Aber es ist etwas anderes, das im wirklichen Leben zu tun. Ich habe solche Tests schon vorher gemacht. Ich kenne das. Aber ob man empathisch ist, hängt auch von der Situation ab. Natürlich kann man sehr empathisch sein, wenn es darum geht, einen anderen zu retten. Aber in meiner damaligen Lage hätte es mir nicht geholfen. Ich hatte meinen eigenen Plan. In diesem Punkt unterscheidet sich Donald Bickerstaff von anderen Menschen. Er kann sein Einfühlungsvermögen einfach ausschalten. Was ihm damals allerdings zu schaffen machte, war seine Angst. Nachdem er seine Kunden jahrelang über den Tisch gezogen hatte, drohte sein Schwindel aufzufliegen. Bei jedem lächerlichen Vertreter, der den Raum betrat, brach mir der Schweiß aus. Jedes Mal dachte ich, der ist vom FBI. Die Sache flog schließlich auf, als ein Kunde bei einem Unternehmen anrief, bei dem sein Geld angeblich angelegt war. Als er erfuhr, dass dieses Unternehmen gar nicht existiert, rief er die Polizei. Donald Bickerstaff tauchte ab. Wir haben damals Pferderennen veranstaltet. Er war immer dabei. Einmal kamen nur seine Frau und seine Eltern. Er war angeblich zu beschäftigt. Das fand ich komisch. In den nächsten Tagen habe ich mehrmals versucht, ihn anzurufen, aber er war nicht zu erreichen. Ich habe in den Spiegel geschaut und gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich konnte es nicht fassen. Das konnte nicht wahr sein. Als ich herausfand, dass unser Geld verschwunden war, war ich am Boden zerstört. Als das FBI ihm immer näher kam, wusste Donald Bickerstaff, dass das Spiel aus war. Ich war auf Kreta und dachte, du musst dich entweder dein Leben lang verstecken oder du fliegst zurück nach Amerika und stellst dich. Ich bin dann zurückgeflogen, direkt zur Staatsanwaltschaft marschiert und habe gesagt, Tag, ich bin Donald Bickerstaff. Ich glaube, Sie suchen mich. Am nächsten Tag saß ich im Gerichtssaal vor all den Leuten, die ich betrogen hatte. Donald Bickerstaff wurde zu 10 Jahren verurteilt. Nach meiner Festnahme war ich nur noch erleichtert. Ich saß in dem übelsten Gefängnis, aber ich fühlte mich unendlich erleichtert. Ich war froh, dort zu sein und nicht mehr in diesem Lügengebilde. Es hatte unglaublich viel Energie erfordert, dieses Gerüst aufrechtzuerhalten. Jetzt war ich nur noch ich selbst und ich war glücklich.
Ich war wütend. Aber da war niemand, an dem ich meine Wut auslassen konnte. Er hat nie angerufen oder einen Brief geschrieben und sich entschuldigt. Ich glaube, er hat keine Gewissensbisse. So einer sollte auf offener Straße erschossen werden. Ich weiß, das ist nicht korrekt, aber er hat das Leben vieler Menschen zerstört. Die meisten glauben, dass nur Menschen lügen können, aber das stimmt nicht. Zum Beispiel signalisieren die Farben und Muster, mit denen manche Tiere sich tarnen, falsche Informationen. Oder nehmen wir die Schimpansen. Sie beherrschen die Kunst des Lügens fast so gut wie der Mensch. Zum Beispiel locken manche Affen ihre Rivalen mit falschen Alarmschreien von ihrem Futter weg, um es sich zu schnappen. Dahinter steckt eine faustdicke Lüge, über die sich der Schwindler durchaus bewusst ist. Ganz gleich, ob überlegt oder unüberlegt, die Täuschung gehört zum Überlebensprogramm aller Lebewesen. Brauchen auch wir Menschen die Lüge, um zu überleben? Rechtfertigt diese These den ganzen Schwindel? Vor 2 Jahren verlor Greg Billingham erst sein Transportunternehmen und dann seine Frau. Kurz darauf war er obdachlos. Es war ein Albtraum. Ich hatte alles verloren. Freunde, ein Dach über dem Kopf, Wärme. Ich war am Ende. Wenn ich die Straße entlang ging, dachte ich, jeder sähe mir an, dass ich nichts mehr hatte. Man schlägt die Augen nieder, weil man immer Angst hat, die anderen könnten einem die Schmach im Gesicht ablesen. Oder man würde jemanden treffen, den man kennt. Für Greg Billingham wurde das Leben von Tag zu Tag härter. Hier habe ich mein Nachtlager aufgeschlagen. Ich habe nachgeguckt, welche der Türen offen ist, und mir dann ein trockenes Plätzchen gesucht, wo ich die Nacht verbringen konnte. Nach etwa 3 Monaten bekam ich Depressionen. Mein Leben war am Ende. Ich wusste nicht mehr weiter und war kurz davor, mich umzubringen. Ich wollte nicht länger so leben. Ich hatte Angst. Ich musste etwas unternehmen. Ich musste raus aus diesem Tief. In seiner Not erfand sich Greg Billingham einfach neu und gab sich als gelernter Bauarbeiter aus. Greg, was hast du unternommen, um dich selbst aus diesem Tief zu befreien? Zunächst musste ich wieder eine Beschäftigung finden. Ich brauchte einen Grund, um morgens aufzustehen. Ich bin nach und nach wieder ins Arbeitsleben eingestiegen. Erst mit kleinen Jobs. Ich habe einfach gesagt, ja, das kann ich machen. Später wurde es dann mehr. Es ging ums Überleben, stimmt's? Ja, ich musste lügen, um da rauszukommen und mein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Als Verlierer hätte mich niemand genommen. Man fällt durch die Maschen des Systems. Ich habe mich einfach neu erfunden. Greg Billingham hat aus Verzweiflung gelogen. Deshalb hat er auch kein schlechtes Gewissen, denn in diesem Fall heiligt der Zweck die Mittel. Die meisten Menschen glauben, dass man Lügner an ihrem Blick erkennt. Tatsächlich sagt aber die gesamte Mimik etwas darüber aus, ob wir die Wahrheit sagen oder flunkern. Die Künstlerin Beth Shannon hat eine Begabung, die sie nur mit 0,1% der Bevölkerung teilt. Sie schaut jemandem ins Gesicht und sie weiß auf der Stelle, ob er lügt. Lügen Sie gerade? Nein. Doch, Sie lügen. Man könnte Beth Shannon auch einen lebenden Lügendetektor nennen. Beth, waren Sie immer schon sehr wachsam? Ja, das kann man sagen. Ich war schon als Kind sehr aufmerksam. Ich habe schon früh viel gemalt. Am liebsten Gesichter. Das hat mich mehr als alles andere fasziniert. Ich war fasziniert in drawing faces, more so than anything else.
Mit Interesse hat Beth Shannon über ein Forschungsprojekt gelesen, das Testpersonen suchte, die besonders gut in Gesichtern lesen können. Sie rief an und stellte sich als Versuchskaninchen zur Verfügung. Ich musste 30 Leute beobachten. Einige haben Lügen erzählt, andere die Wahrheit. Ich sollte herausfinden, wer flunkert und wer nicht. Ich habe mein Bestes gegeben. An dem Versuch nahmen 20.000 Menschen teil. Nur 20 konnten mehr als 90% der Lügner überführen. Sie waren darunter. Ja, ich war völlig überrascht. Ich habe mich gar nicht so eingeschätzt. Ich achte nicht darauf, ob jemand lügt. Ich bin eher gutgläubig und ich nehme mein Gegenüber ernst, wenn ich mit ihm spreche. Ich stelle mich Beth Shannon als Testperson zur Verfügung. Sie fragt mich nach meiner Meinung zu verschiedenen Themen. Zunächst werde ich meine Antworten aufschreiben. Im Anschluss daran beginnt das Gespräch. Ich möchte mit Ihnen über die Fuchsjagd sprechen. Sollte Ihrer Meinung nach die Fuchsjagd in England verboten werden oder nicht? Ja, die Fuchsjagd sollte verboten werden. Lügen Sie? Nein. Sie lügen nicht. Stimmt. Sollte man das Rauchen auf öffentlichen Plätzen verbieten? Nein. Lügen Sie? Nein. Doch, Sie lügen. Stimmt. Beth Shannons Talent ist zwar angeboren, aber es gibt dafür eine wissenschaftliche Erklärung. Ein menschliches Gesicht kann bis zu 46 unterschiedliche Bewegungen ausführen, die je nach Kombination ein Gefühl widerspiegeln. Was wir als Lippenlecken bezeichnen, ist in Wahrheit Bewegung Nummer 37. Eine hochgezogene Augenbraue, meistens ein Zeichen für Überraschung, ist Nummer 5. Und ein einfacher Unterlippenbiss Nummer 32. Meistens haben wir unsere Mimik unter Kontrolle. Aber ab und zu, besonders wenn wir unter Stress stehen, entgleitet sie uns. Es sind diese winzigen Abweichungen, die manchmal nur für den Bruchteil einer Sekunde sichtbar sind, auf die Beth Shannon besonders achtet. Beth, ich möchte Ihnen jetzt einen Ausschnitt zeigen, den Sie sicher kennen. Ich bitte Sie, alle winzigen Anzeichen, die auf eine Lüge hindeuten, in dem Gesicht des Mannes auszumachen. Ich kann das Band anhalten und wir können das Bild einfrieren. So können wir ganz genau erkennen, was Sie normalerweise sehen. Alles klar. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Okay. That's my Lindsay. First reactions. Ich habe ein paar winzige Bewegungen in seinem Gesicht gesehen, die ihn verraten haben. Okay, let's take it from the top. Fangen wir vorne an. Sie sagen, wenn Ihnen etwas auffällt. Okay, stop right there. Hier ist schon etwas. Er hat diesen "Ich bin ein böser Junge" Blick. Er sieht eher amüsiert aus. Er macht nicht den Eindruck, als würde er die Sache wirklich ernst meinen. Okay, let's carry on. Gucken wir mal weiter. Was fällt Ihnen noch auf? Okay, stop. Okay, look at. Halt. Hier grinst er doch tatsächlich. Das ist nicht gerade ein angemessener Gesichtsausdruck in dieser Situation. Er wendet sich in diesem Moment schließlich an die Öffentlichkeit. Würden Sie sagen, ihm entgleiten hier die Gesichtszüge? That aspect of his behavior, it sort of leaks out. Yes, he's got the facade. Auf jeden Fall. Er versucht, eine Fassade aufzubauen, hinter der er nicht steht. Er weiß die ganze Zeit, dass er lügt. Er sagt nicht die Wahrheit.
Ich habe viel mehr auf seine Gestik geachtet, wie er auf den Tisch haut oder der erhobene Zeigefinger. Mir ist das Grinsen gar nicht aufgefallen. Das ist mir komplett entgangen. Aber damit hat er sich verraten. Gave the game away. Yeah, telltale. Ein Märchenerzähler. Sorry, Bill. Guilty is für schuldig befunden. Beth Shannon erkennt einen Lügner an seiner Mimik. Aber wie sieht es mit dem äußeren Erscheinungsbild eines Menschen aus? Was teilt sein Gesicht, sein Auftreten über ihn mit? Es heißt, es kommt auf die inneren Werte an, aber oft steht unser Urteil über einen Menschen schon fest, wenn wir ihm ins Gesicht schauen. Wir möchten wissen, ob wir tatsächlich voller Vorurteile sind und beginnen deswegen mit einem neuen Experiment. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Welchem Gesicht würden Sie mehr vertrauen? Warum? Er sieht netter aus. Not so rough looking. Diese. Warum? Größere Augen. Was ist mit ihm? Weicher. So softer face. Runder und weicher. Der hat einen vollen Mund. Dieser hat so schmale Lippen. Seine Augen sind auch schmal. Wirkt dieser gemeiner? Ich finde schon. Ein Verbrecher. Wieso? Die Wangenknochen. Keine Ahnung. Wem würden Sie vertrauen? Warum? Er wirkt weicher. Also sind weichere Formen Vertrauen erweckend. Für diese Einschätzung gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Trotzdem assoziieren die meisten Menschen hagere Gesichtszüge mit schlechten Eigenschaften, während ein rundes Gesicht eher unschuldig wirkt. Aber wir haben noch viel mehr Vorurteile. Dieses Gesicht hat größere Augen als dieses. Mal sehen, ob es bei den Leuten auch als vertrauenswürdiger angesehen wird. Wem würden Sie eher vertrauen? Keine Ahnung. Beeinflusst die Hautfarbe Ihr Urteil? Ein bisschen. Signalisiert die dunklere Haut, dem kann man nicht trauen? Nicht unbedingt, aber wir würden eher diesem vertrauen. Er ist uns ähnlicher. Über diesen weiß ich mehr. Über den wissen Sie mehr. Ich kenne kaum Schwarze. Diesen kennen Sie. Und der ist Ihnen fremd. Wem vertrauen Sie? Warum ihm? Runderes Gesicht. Und die Hautfarbe, spielt die keine Rolle? Nein. Ist es Ihnen schon passiert, dass andere Sie aufgrund Ihrer Hautfarbe für weniger vertrauenswürdig gehalten haben? Das ist mir mittlerweile egal, das war schon immer so. Vielleicht ist es unser Instinkt, vielleicht vertrauen wir auch Menschen eher, die uns ähnlich sind. Auf jeden Fall sind wir in unserem Urteil darüber, ob wir einen anderen für aufrichtig halten, keineswegs objektiv. Mit dem folgenden Experiment wollen wir veranschaulichen, dass manche Menschen aus Sympathie schwindeln. In dieser kleinen Galerie steht, sehr prominent, ein Gemälde. Es ist einzigartig, denn es wurde von einem Nashorn gemalt. Eine versteckte Kamera zeichnet die Reaktionen des Publikums auf dieses Kunstwerk auf. Erst sind die Besucher allein, aber dann kommt der angebliche Künstler dazu, dargestellt von einem Schauspieler. Schauen wir mal, wie sehr die Besucher sich verstellen, wenn der Maler im Raum ist. Okay. Das könnte ich ja besser. Dafür bräuchte ich 3 Minuten. Das kann ich auch. Vielleicht war es ein Affe. Schrecklich. Kannst du sowas? Klar. Schwierig? Nein. Willst du es haben? Auf keinen Fall.
Alle Besucher sind sich einig, dieses Bild hat es nicht verdient, ein Kunstwerk genannt zu werden. Aber dann kommt der Meister persönlich. Sie schauen sich mein Bild an. Soll ich darüber erzählen? Gern. Wissen Sie, manche Menschen haben so etwas wie eine Aura um sich herum. Sie haben eine besondere Beziehung, etwa zur Farbe Blau. Ich habe eine besondere Beziehung zur Natur. Ich spüre etwas zwischen den Dingen, etwas wie eine Farbe oder eine Melodie, und das male ich. Ich male meistens draußen, am liebsten auf dem Land. Und dann beziehe ich die Natur in meine Arbeit mit ein. Ich benutze zum Beispiel das Wasser aus dem Fluss neben mir. In diesem Fall diente mir ein toter Vogel als Pinsel. Er lag vor mir auf dem Boden und ich habe mir ein paar seiner Federn genommen und damit die Farbe aufgetragen. Also dieses hier bringt sicher viel Geld. Wenn Sie jetzt sagen würden, ich biete Ihnen dieses Bild an, wollen Sie es kaufen? Würde ich antworten? Es wäre mir eine Ehre. Sie haben eine Gabe. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Nicht jeder teilt seine Ideen und Gefühle mit. Kommunikation ist alles. Die meisten Menschen flunkern lieber, als die Gefühle ihres Gegenübers zu verletzen. In diesem Sinne gehören Lügen zu unserem täglichen Leben. Wir belügen unsere Freunde, unsere Partner, unsere Familie. Würden wir immer ehrlich sein, würden die anderen unsere Gesellschaft meiden. Wer will schon immer die ganze Wahrheit wissen? Greg Billingham hat die Erfahrung gemacht, dass man sogar eine neue Identität annehmen kann. Obwohl er als Laie anfing, hat er sich als gelernter Bauarbeiter ausgegeben. Und inzwischen ist er einer. Führt eine Lüge zur nächsten? Auf jeden Fall. Als ein Job nach dem anderen klappte, hatte ich das Gefühl, man kann eigentlich machen, was man will. Man muss sich nur richtig anziehen und entsprechend auftreten. Ich war in Clubs, die nur ausgewählte Kunden hereinlassen. Ich konnte sein, wer ich wollte. Ich wurde immer besser in meinen Rollen. Es hat wunderbar geklappt. Seit 2 Jahren hat Greg eine neue Freundin. Diana weiß fast alles von ihm, bis auf eine Kleinigkeit. Greg hat ihr erzählt, er sei erst 37. Aber in Wahrheit ist er 47, also 20 Jahre älter als sie. Das ist die einzige Lüge, die ich nicht aufgedeckt habe. Aber jetzt ist die Zeit reif. Ich muss es ihr sagen. Ich will ehrlich zu ihr sein und ich hoffe, dass sie es akzeptieren kann und dass sie mich weiterhin mag. Es gibt eine Sache, die ich dir nicht erzählt habe. Als wir uns kennengelernt haben, ging es mir nicht gut. Ich musste mein Leben neu sortieren und von vorne anfangen. Das weißt du. Aber was du nicht weißt, ist mein wahres Alter. Ich bin in Wirklichkeit etwas älter, als ich gesagt habe. Das heißt etwas? Meine Falten kommen nicht nur vom Stress oder vom Wetter. Ich bin 10 Jahre älter, als ich gesagt habe. Ich glaub's nicht. Ich glaube, ich habe das selbst verdrängt. Ich habe manchmal gedacht, ich wäre wirklich 37. Du bist nur 5 Jahre jünger als meine Mutter. Was sag ich meinen Eltern? Es tut mir so leid. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich bin sauer. Ich wusste es. Was hast du mir noch verschwiegen? Nichts. Du kannst alles überprüfen. Das war die einzige Lüge. Bitte überprüfe alles, was ich dir erzählt habe. Es ist die Wahrheit. Es tut mir weh, dass er mir nicht genügend vertraut hat, um mir die Wahrheit zu sagen. Ich fühle mich betrogen. Schwer zu erklären.
Der Altersunterschied oder die Lüge? Die Lüge. Niemand mag es, belogen zu werden. Trotzdem ist es manchmal schwer, mit der Wahrheit umzugehen. Am Anfang der Sendung haben wir Ihnen 6 Ausschnitte gezeigt, in denen 3 Personen Lügengeschichten erzählt haben. Die anderen 3 Geschichten waren wahr. Konnten Sie die Schwindler ausmachen? Im Publikum sitzen unter anderem eine Gruppe Nonnen und eine Gruppe Türsteher. Auch sie sollten herausfinden, wer lügt. Ich wollte beim Tauchen einen weißen Hai beobachten. Diese Augen haben niemals einen weißen Hai gesehen. Ich stehe nackt im 6. Stock des Hotels und meine Zimmertür fällt von außen zu. Achten Sie auf das schiefe Grinsen. Dieser Mann will uns einen Bären aufbinden. Ich habe meine eigene Party verpasst. Und an diesem verlegenen Lippenbiss erkennen Sie, die Dame hat geschwindelt. Falls Ihnen diese Hinweise nicht aufgefallen sind, machen Sie sich nichts draus. Unseren Testpersonen erging es auch nicht besser. Die Trefferquote lag sowohl bei den Nonnen als auch bei den Türstehern bei knapp 50%. Auch wer glaubt, er könne Lügner leicht enttarnen, liegt häufig daneben. Das liegt daran, dass wir nicht auf die richtigen Zeichen achten. Uns entgehen diese kleinen mimischen Gesten, die im Widerspruch zu dem Erzählten stehen. Aber es gibt Menschen, die mehr sehen. Ich habe den lebenden Lügendetektor Beth Shannon gebeten, vor ihrer Heimreise noch einen Test mit mir zu machen. Ich wollte wissen, ob Greg Billingham mehr vor seiner Freundin verbirgt, als er zugibt. Ich bin 10 Jahre älter, als ich gesagt habe. Was hast du mir noch verschwiegen? Nichts. Du kannst alles überprüfen. Das war die einzige Lüge. Bitte überprüfe alles, was ich dir erzählt habe. Es ist die Wahrheit. Okay. What do you make of that? Ich glaube, er verheimlicht dir etwas. Keine Ahnung, ob es ernst ist. Es gibt also noch mehr? Ich glaube schon. Es muss ja nichts Gravierendes sein, aber ich habe das Gefühl, dass er seiner Freundin nicht alles sagt. Als ich Greg Billingham von dem Verdacht erzählte, behauptete er felsenfest, dass da nichts mehr sei. Aber wenn man genau hinsieht, hat man seine Zweifel. Was hast du mir noch verschwiegen? Nichts. Du kannst alles überprüfen. Das war die einzige Lüge. Bitte überprüfe alles, was ich dir erzählt habe. Es ist die Wahrheit.